bin, Maverick, ja, im Frühjahr ein Gemüsebeet anlegen. Das ist eine tolle Sache, um sich im Garten dann selbst zu versorgen. Man muss einige Dinge dabei beachten und ich zeige euch, auf was ihr achten müsst, damit ihr im Frühjahr euer Gemüsebeet vorbereitet und anlegen könnt. Ja, ihr habt eben gesehen, ich habe hier meine Folie entfernt. Das mache ich nämlich immer im Winter, lege ich das drauf, ja, und lasse es bis im Frühjahr legen, bis ich dann das Gemüsebeet bestelle. Das hat den Grund, damit hier kein Unkraut wächst, ja. Und da müsst ihr jetzt nicht unbedingt eine Folie nehmen, ihr könnt auch irgendwelche Holzplatten nehmen oder wenn ihr im Herbst euren Grünschnitt macht, dort alles draufschmeißen, dass das brach liegt, ja, dann kann das Feld sich auch gut erholen und eben, ja, es wächst kein Unkraut nach. Bevor ich dann abdecke, buddel ich das immer noch mal um. Aus dem Grunde, wenn der Frost kommt, ja, dann zerstört er nämlich freigelegte Schneckeneier und somit habe ich dann kein Problem, ja, dass die Schnecken dann irgendwann meinen Salat wegfuttern. Das habe ich bereits alles im Herbst gemacht. Ja. Bevor man sich für so ein Beet entscheidet, muss man natürlich im Garten auch den richtigen Standpunkt finden. Ja, und da ist natürlich immer eine sonnige Stelle ganz gut, also die nach Süden ausgerichtet ist, denn die meisten Obst- und Gemüsepflanzen, die wachsen einfach ja, in der vollen Sonne am besten. Deshalb sollte man das entsprechend auswählen. Jetzt im Frühjahr ja, ist das hier alles so ein bisschen platt gedrückt durch die Folie. Ja, muss ich natürlich jetzt eine Hake nehmen und einmal alles nochmal schön umhaken. Ja, gucken, ob noch irgendwo ein bisschen Unkraut ist, ob vielleicht irgendwelche Steine mit hochkommen. Das ist also jetzt die erste Aufgabe, die ich zu erledigen habe. Ja. Früher war das hier übrigens mal eine Rasenfläche. Die habe ich auch mit dieser Folie entfernt. Das Video habe ich euch einmal unter diesem Video verlinkt, da könnt ihr euch das Ganze anschauen. Aber jetzt wird, wie gesagt, erstmal gut durchgehakt. So, die Folie lasse ich hier zum Teil noch liegen, denn ich werde jetzt im Frühjahr nicht gleich das ganze Beet bestellen, ganz einfach, weil einige Gemüsepflanzen ja noch nicht ausgepflanzt werden können und andere ja schon etwas früher. Ja, hier habe ich einen Spezialdünger drin, den ich jetzt hier auch nochmal in meinem Beet mit einmische und dann auch nochmal mit einhake. Ja, dieser Spezialdünger ist einfach ja, Kaffeesatz, ja, den ich hier aufgelöst habe. Und so bringe ich dann frische Nährstoffe in mein Feld mit hinein. Ja, und wenn man das Feld dann vorbereitet hat, dann kann man sich für die ersten Pflanzen im Frühjahr bereits entscheiden. Bei mir ist die Wahl hier auf Kopfsalat gefallen, ja. Den kann man bereits im April ins Frühbeet pflanzen oder hier kann ich das in meinem Beet. In dem Fall schütze ich ihn dann mit Plastikdeckeln oder mit Folie, so dass eben der Frost, der noch kommen kann, dem Ganzen nichts anhaben kann. Ja, ich fasse noch mal kurz zusammen, wie man ein Feld vorbereitet bzw. ein Gemüsebeet. Ja, vor den Abdecken buddelt ihr das einmal schön um, damit Schneckeneier hochkommen, die von dem Frost zerstört werden. Dann legt ihr das Feld brach ab mit Folie, mit ja, Holzbrettern vielleicht, die unbehandelt sind oder eben mit dem ganzen Grünschnitt, den ihr vielleicht im Herbst habt. Dann bleibt das liegen. Im Frühjahr wird das alles einmal gut durchgehakt, gedüngt und dann könnt ihr euch entscheiden, Pflanzen zu setzen. Ja, das ist im Prinzip alles. Ja, ich hoffe, das Video war informativ. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Sagt bis dann, euer Maverick.